Ich kann jetzt dort schießen. Oh Gott! Leute, das gibt mir jetzt echt krasse Gänsehaut. Was ist das denn? Krass, können wir jetzt einen Fahrstuhl offen? Okay, okay. Ich weiß, wo er ist. Passt auf, meine Vermutung zu dem Neighbor. Hey, Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zurück zu Hello Neighbor. Ich weiß ja jetzt, wie es funktioniert. Ich habe da einen Tipp bekommen von mehreren von euch. Vielen, vielen Dank an euch, ja, für diese edlen Tipps. Ich muss den nur irgendwie erstmal wieder komplett ruhig kriegen, den Sack. Was ich so leicht wahrscheinlich nicht schaffen werde. Aber gut, komm, wir testen es mal. Ich habe mir Folgendes überlegt. Oh Gott, ich habe die nicht gesehen. Aber ich gehe direkt pennen, ich will eh, dass es Tag ist. So. Ich habe mir Folgendes überlegt, beziehungsweise ich habe folgende Frage. Kam es nur mir so vor oder findet ihr auch, dass man hört Türen, aber er kommt dann doch aus anderen Richtungen als die Türgeräuschrichtungen? Empfindet ihr das auch so? Ich weiß nicht, ob ich Steps mache in dem Moment, wo ich hier rumlaufe. Ob er das hört, ich höre keine Steps. Ich denke, er ist oben, so wie das klingt. Und wir werden auf jeden Fall, so wie wir es letztes Mal schon gemacht haben, uns hier eine Treppe hochbauen. Denn das war eine edle Geschichte, finde ich. Wir brauchen nur eine Kiste und wir holen unseren Stuhl, denn ich möchte auf jeden Fall einen leichteren Weg nach oben haben, beziehungsweise zwei Wege nach oben. Die ich dann in der hektischen Phase nutzen kann. Wenn er jetzt von oben runtergesprungen kommt, raste ich total aus, weil dann kriege ich Angst, ne, wenn er das macht. Ich muss ihn gerade da drauf. Ja. Nein, nein, nein. Das war letztes Mal wieder so ein First-Try-Ding, kann das sein? Ach komm, Stühlchen. Seit wann geht der Stuhl so eklig ab? Dann stelle ich jetzt halt. Sage mal, will mich die Kiste gerade verarschen? Dann stelle ich es mir halt voll in den Weg, da kann ich hier halt nicht mehr rausrennen. Okay, da ist die Glocke. So, Achtung, wir machen das jetzt ganz, ganz, ganz cool. Ich hole mir hier so einen Sack, schmeiße ihm hier so ein bisschen was auf. Kann er jetzt mal schön gucken, was er mit der aufgeschmissenen Geschichte anstellt? Oh Gott! Du Drecksack! Von wo kommst du, Drecksack? Hm? Von da, aha, okay. Komm mal schön hoch. Nein! Nein! Da fuckt mich jetzt einfach der Stuhl ab. Gut, ich nehme einfach direkt den Dietrich und gehe. Was passiert denn hier überhaupt? Was, okay, der Sound ist vorbei. Er ist einfach verschwunden. Ich habe jetzt voll Schiss. Die letzten paar Male hat er mich genau in dem Moment dann immer so ganz eklig erwischt. Einfach von links, von rechts, von oben. Er kam einfach aus dem Boden und hat mich angeknabbert. Wir beugen das Ganze jetzt mal ganz genau. Schmeißen ihm oben nochmal ein Fenster kaputt. Er ist wahrscheinlich wieder vorne an seinem Hauptein- bzw. Ausgang. Das nehme ich jetzt einfach mit, den Drecksack. Okay, okay. Ich mach hier mal zu. Schaufel weg. Das Ding auf. Einfach mit dem leeren Slot. Ja, okay, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Man kann den Deckel einfach anheben. Das habe ich nicht gewusst. Dann muss ich die Frau rausnehmen. Die ist schon mal ein wichtiger Bestandteil unserer Aktivitäten. Leute, ich fange echt an zu schwitzen. Ich mach das fertig, das Spiel. Wir gehen einfach ganz chillig rein. Wir müssen nämlich jetzt Rechenaufgaben lösen. Ich weiß nicht, wie man die löst. Mir wurde nur gesagt, dass ich sie lösen muss. Und ich glaube, er ist irgendwo hier. Nein! Boah, er geht unten lang, er geht unten lang, er ist so krass. Er ist echt so ein kranker Mann, ohne Witz. Ich muss hier dann irgendwie die Frau hinstellen. Scheiße, ich komme nicht runter. Habe ich hier aufgemacht? Ja, ne? Okay, hier habe ich aufgemacht, alles klar. Eigentlich ist im Moment jetzt alles wurscht. Ah, er hat wieder aufgegeben. Sag mal, das war doch die ganze Zeit nicht so, dass der so leicht aufgibt. Mit der Lehrerin können wir nämlich, wie gesagt, irgendwie die... Ist gerade mein Scheiß verschwunden? Und... Ey, was ein räudiges Stück... Kinderkot. Er kann doch nicht einfach hier jetzt da lang pirschen. Wir müssen ihn, glaube ich, jetzt mal wieder schön stacken lassen bei uns zu Hause. Verstehst du? Er hat es nicht anders verdient. Ich muss ihn hier wieder einsperren, um in Ruhe den Scheiß lösen zu können. Komm her. Weißt du nicht mehr, wo ich bin, ha? Hallo. Guck mal, der Rasenmäher ist draußen. Er geht weg. Alles klar. Wenn ich ihn verfolge, dann ist es chilliger. So, er ist unten. Ich glaube zwar, dass er jetzt gleich hinter mir herkommt, aber ich benutze jetzt diese... So, ich teste das jetzt. Also, los geht's. Gut, hier wäre offen. Wie löse ich jetzt diese Aufgabe? Die Lehrerin ist da. Wir testen es mal. Ich nehme jetzt die 5 und versuche die dahin zu machen. Das geht ja hervorragend. Ich bin überfragt. Ah! Mit Linksklick. Ah, cool. Okay. So, hier haben wir die 5. Nur noch die 3. Die 3 ist hier in der Schublade, das wissen wir ja schon. So. Ja! Okay, okay, wir haben das Gewehr. Wir haben das Gewehr. Halt, nicht die 3 schmeißen. Scheiße. Blub. Ich habe keine Ahnung, wo er ist, aber wir haben das Gewehr. Ich kann jetzt dort schießen. Ne, Quatsch, aber wir können jetzt da drüben reingehen, in den nächsten Raum. Bin mir leider ziemlich sicher, dass er hier drüben ist. Nicht unbedingt jetzt direkt hier, aber da hinten dran. Und das finde ich schon mal nicht cool. Ich habe jetzt hier so einen Stuhl hingestellt. Los geht's. Okay, go. Was muss ich jetzt machen? Shit, wisst ihr was? Ich glaube, wir müssen den Strom anmachen. Okay, kein Problem, kein Problem. Alles ist gut. Ich bin mich gerade so sicher, weil ich überhaupt nicht weiß, wo er ist. Aber es ist auch gleichzeitig echt eklig. Ich glaube, er ist stuck da oben irgendwie. Ich höre da andauernd irgendwelches Zeug rumfallen. Gut, da sehe ich jetzt nichts.
Ach komm, ich hab doch gerade die Waffe zurechtgemacht. Du kannst mich jetzt echt nicht ficken. Mit einem Besen versuche ich dann auf ihn einzuhauen. Falls wir es jetzt schaffen, dass er noch einmal weggeht, haben wir eigentlich schon so gut wie gewonnen. Wenn er jetzt nämlich geht, kann ich wieder genau gucken, wohin er läuft. Jetzt hätte ich gerne die Binoculars dabei. Geh weg. Gut, er geht nach hinten. Okay. Das heißt, ich müsste jetzt alleine sein. Die Lichter sind an, jawohl. So, let's go. Wie geht denn das an? Ah ja. Peng. Peng. Ich habe 2 erschossen. Sag mal, wie viel braucht man? 100. 300 brauche ich. Und mit E stellt man es auf 0. Ah, scheiße. Nein. Was habe ich getan? Ah, da ist sie. Alles gut, alles gut, alles gut. Geht es jetzt einfach an von alleine? Linksklick. Okay. Gut, komm schon, weiter. Ah, ist ja lächerlich, ich muss doch 300 machen. Das ist doch jetzt gerade verarscht, oder? Also mit E kann man das auf jeden Fall neu starten, das ist schon mal klar. Ich verstehe nicht genau, wen ich jetzt töten muss. Muss ich diese anrennenden Leute töten oder die kleinen verteidigenden Leute oder alle? Bumm, 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 bumm. So, 4. 4 ist das Maximale, was ich in dem Bereich machen kann, ne? Warum geht's jetzt nicht weiter? Ah, guck mal, wie viele Schlüssel hier rumliegen. Ich dachte, ich muss 300 Punkte machen. Okay, geil. Leute, Leute, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der Secret Room. Da liegt eine Taschenlampe. Ich habe ja eine. Passt also. Ich krieg den Schlüssel weg, den brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr. Obwohl, komm, ich nehme ihn mit für alle Fälle. Den haben wir uns jetzt hart erkämpft. Was geht hier ab? Was geht hier ab? Okay. Ist das die Tür nach draußen? Wow, erst mal die Tür zugemacht. Krass, das ist die Tür hier drin. Was habe ich jetzt nochmal davon? Das habe ich jetzt völlig vergessen. Ah, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Hier, genau hier. Ah, fuck. Ich brauche den Presslufthammer, da können wir uns hier durchgraben. Okay, Leute, jetzt drückt mir die Daumen, dass er nicht direkt hier steht. Ja. Okay, 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 Achtung. Ja. Gebt mit euch ihr kleinen Steinchen, hopp. Ich kann ja nicht durch. Ich bin zu fett. Oh shit. Was geht denn hier ab? Ich leg mal die Schlüssel weg. Ich will nichts in der Hand haben. Boah. Okay, Leute, das macht mich echt. Das gibt mir jetzt ein wenig Gänsehaut hier, ne? Fick die Kacke, ey. Guckt euch. Guckt euch das an. Die Kindermalereien. Der muss einen Sohn gehabt haben, der gerne Leute zerschneidet. Und Köpfe an Igel klebt. Und das muss seine Frau gewesen sein. Mm. Der Bär muss ins Feuer geschmissen werden, okay? Was für Feuer? Ich bin gerade echt ein klein wenig überfragt. Ein winziges bisschen bin ich überfragt. Wo ist Feuer? Feuer, Feuer. Irgendwo ist Feuer, gell? Hat der unten einen Kamin? Was für ein Schlüssel? Wofür ist dieser Schlüssel? Warum brauchen wir den Schlüssel? Wenn ich das Layout des Hauses noch richtig im Kopf habe, müsste es jetzt hier, man hört auch schon das Gezwitscher, eigentlich nach draußen gehen. Oh, was haben wir denn hier? Kleine Spielwürfel, okay? Ja, und da liegen wir richtig. Es geht hier raus. Ich lass mich mal überlegen, wo ist dieses... Ah! Da liegt ein goldener Schlüssel. Alles klar. Was heißt das hier mit dem silbernen Schlüssel? Okay, das müssen wir noch testen. Ich denke, wir brauchen den Bohrer nicht mehr. Wir haben eindeutig hier die einzige... Hoppala. Shit, ich habe das ganze Bett geklaut. Oh, die Alt fällt einfach um. Okay, wir haben hier einen goldenen Herzschlüssel. Der ist wahrscheinlich unten für die Tür. Also fürs Ending. Vielleicht kommt ein anderes Ending, wenn wir die Tür nicht aufbrechen. Also zumindest das Schloss nicht aufdietrichen, sondern eben den regulären Schlüssel benutzen. Ja, es macht doch voll Sinn. Wir brechen da ein, beziehungsweise aus, das ist ein Exit, und deswegen kriegt er uns. Wenn wir ganz normal gehen, kriegt er uns nicht. Krass, guck mal, jetzt seinen Fahrstuhl offen. Okay, okay. Ich weiß, wo er ist. Er steht unten. Vielleicht blockiert es ihn dann im Fahrstuhl, wenn er hochfahren will. Wenn er unten im Fahrstuhl ist, heißt es, dass wir hier einfach durchgehen können. Er kann sich sicherlich nicht so schnell bewegen, dass er jetzt plötzlich hier steht. Wisst ihr, wo das ist? Unten, im Ofen. Okay, dann gehen wir einfach hier lang. Das geht schneller. Oh mein Gott, ey, ich bin echt gerade ultra gespannt, ne? Okay. Okay. Ich glaube, er ist duckt. Wo ist der silberne Schlüssel? Nein! Nein, 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 nein! Geh weg! Ich glaube, ich muss die Tür noch schließen, damit der Bär abfackelt. Wir haben es aber weit geschafft, ne? Du verschissener Nachbar, ich will es jetzt komplett zu Ende machen. Geh weg! Es schien die ganze Zeit so sicher, ne? Es ist so unglaublich, wie schnell sich das ändern kann. Wir waren jetzt ewig beschäftigt mit diesem Spiel. Wir haben im Klassenzimmer die Aufgaben gelöst. Mich schockiert sowas immer. Das ist so wie ein Horrorfilm. Du schaust einen Horrorfilm und wie bei jedem Film wirst du ja oft gelenkt. Dein Blick wird gelenkt auf dies und das und hin und her. Und wenn du dann auf irgendwas schaust und so für dich als Zuschauer denkst, das sehe gerade nur ich. Also, und man denkt sich, das ist beiläufig. Das ist... Randinfo. Und auf einmal ist das Wichtige. Oh fuck, der ist ins Grab reingegelt, in seine Grabstätte rein, ne? Du bist schnell zum Bär.
Nein! Geh weg, Knecht, Bitch, wie gefällt dir das? Huh? Okay, ich weiß nicht, wie wir den silbernen Schlüssel bekommen, Leute. Vielleicht kann da von euch einer mal nachgoogeln. Aber ich werde jetzt einfach nur gehen, ja? Und zwar mit dem goldenen Schlüssel werde ich die Tür öffnen. Ich habe den Bär reingemacht. Ich meine, gut, hier könnte jetzt irgendwo der Schlüssel sein. Aber ich will mich jetzt auch nicht von ihm erwischen lassen. Jetzt gerade, wo wir doch so weit gekommen sind. Oh Gott, er kommt hierher. Gut, er ist da, klein Bastard da. Das heißt für uns, wir können... Wow, passt mal nicht so aus, okay? Dude. Das heißt für uns, wir können jetzt doch noch ganz genüsslich hier nach diesem silbernen Schlüssel gucken. Ausdrehen, abdrehen, zudrehen, wegdrehen. Das Geräusch ist halt ein bisschen nervig. Ah, und dann ist es weg. Bärchen, du siehst irgendwie noch ganz gut aus. Hat er hier noch ein anderes Feuer, in das wir vielleicht was reinschmeißen könnten? Und passt dieser Schlüssel hier? Ja, passt hier. Ob kommt der gerade? Nee, wir brauchen jetzt halt noch den Hammer aus seinen Gemächern. Hat er hier drin eigentlich was gemacht, der Sack? Nee, er hat nur festgestellt, dass wir hier voll randaliert haben. Und hat sich wahrscheinlich tierisch aufgeregt. Passt auf, meine Vermutung zu dem Neighbor. Sein Kind ist gestorben und seine Frau hat ihn verlassen oder so. Und deswegen stehen überall diese Frauen rum, die scheinbar die Hausarbeit erledigen. Wisst ihr, die Dinge machen... Warum ist denn hier ein Stuhl? Die Frauen, die eben die Hausarbeiten erledigen und so weiter und so fort. Und so wie es aussieht, diese Frau ersetzen sollen. Ich glaube übrigens, das Spiel ist damals abgestürzt, weil hier zu viele bewegliche Teile rumlagen, als ich die Tür geöffnet habe. Die wurden alle weggeschoben, ineinander sind sie dann gestackt und zack, dann war es aus. Ich denke, daran lag es. Deswegen räume ich die noch ein bisschen aus dem Weg, weil im letzten Video konnten wir auch das Ending erreichen, trotz der Stackung des Männchens. Also, legen wir los. Komm schon. Es muss doch irgendwas anderes jetzt passieren. Scheiße. Also irgendwie habe ich mehr erwartet. Ich bin leicht enttäuscht, weil, also das war doch... Aber hey, wir haben, soweit ich weiß, alle Secrets erreicht. Geschafft, gemacht, ausbaldobert. Dank eurer Hilfe war es natürlich Kiki. Es war Kiki. Auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben, weil der Nachbar kann auch bei euch vorbeikommen, wenn ihr keine Daumen nach oben gebt. Der merkt es, der schreibt sich das auf, der arbeitet euch ab, der steht vor eurer Tür. Was macht er dann? Hallo.